Schön, dass du wieder dabei bist und willkommen zurück zu Teil Nummer 20 meiner Megaserie über Musikproduktion. Wir arbeiten uns langsam ein bisschen zu den fortgeschritteneren Mixing-Techniken vor und heute möchte ich dir einen wirklich genialen EQ-Trick für Vocals zeigen, der dir dabei hilft, die Vocals noch besser und noch sauberer im Mix zu platzieren. Da war wieder das Stichwort Vocal EQ. Falls du Probleme hast, den Equalizer für deine Vocals perfekt einzustellen, habe ich den PDF vorbereitet, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du es dir runterladen. Da zeige ich dir, wie du in 5 Schritten den Equalizer für deine Vocals perfekt einstellen kannst. Also unten im ersten Kommentar kannst du dir das runterladen. Jetzt legen wir los und was ich gemacht habe als ersten Schritt hier ist, ich habe einen Auxiliary Channel, einen Hilfskanal für die Band angelegt. Das heißt, über diesen Kanal kommt jetzt nur die Band, ohne Gesang. Das ist wichtig und ich habe hier die Drums, die Percussions und den Bass gemutet. Das heißt, wir hören jetzt nur die Harmonieinstrumente. Das mache ich deswegen, weil ich nämlich den Eindruck habe, dass auch aufgrund des Arrangements so ein bisschen manchmal die Lead Vocals mit den Harmonieinstrumenten um Frequenzbereiche streiten. Und das möchte ich jetzt mit einem Trick beheben, sodass wir den Gesang noch weiter nach vorne kriegen. Und diesen Trick mache ich mit einem sogenannten Match EQ. Ein Match EQ ist eigentlich dafür da, dir, sage ich mal, die Frequenzkurve eines professionellen Mixes zu klauen und über die Frequenzkurve deines eigenen Mixes zu legen. Und so kannst du die Frequenzkurve deines Mixes an die Frequenzkurve eines professionellen Mixes anpassen. Und das hat oftmals zur Folge, wenn du das jetzt im Masterfader zum Beispiel anwendest, dass dein Mix einfach nochmal besser klingt und dass er aufgeräumter klingt. Ich missbrauche diesen Match EQ jetzt aber in diesem Fall dazu, nur die Vocals weiter nach vorne zu bringen. Dazu habe ich ihn jetzt reingeladen in diesen Bandbus und ich werde ihn jetzt sidechainen über die Lead Vocals. Ja? Ich gehe dann hier auf Learn. Was dann passiert, ist, dass er die Frequenzkurve der Vocals oder die Frequenzrange der Vocals aufzeichnet. Das ist erstmal Schritt 1, das machen wir und dann erkläre ich dir, wie es weitergeht. Ich lasse jetzt einfach laufen, gehe hier auf Learn, das macht jeder Match EQ ein bisschen anders und er hört sich jetzt die Vocals an und zeichnet uns das auf. Okay, ich schalte Learn wieder aus. Und jetzt ist es so, wenn ich jetzt auf Match gehe, auf diese Seite, dann passt er die Frequenzkurve der Harmonieinstrumente der Frequenzkurve der Lead Vocals an, was natürlich kompletter Quatsch ist, das möchte ich nicht. Ja, und das klingt jetzt so, wir können mal zum Spaß reinhören. Ja, ich möchte das nicht, sondern ich möchte genau das Gegenteil erreichen. Das heißt, ich möchte die Harmonieinstrumente in den Frequenzen absenken, in denen die Vocals präsent sind. Und dazu drehe ich jetzt diese Match-EQ-Kurve einfach um. Jetzt siehst du also praktisch die negative Frequenzkurve. Was jetzt natürlich auch passiert ist, ist dadurch, dass ich den kompletten Frequenzbereich hier ausgelesen habe, dass er die Höhen mir hier ansingt in den Gitarren und die Bässe auch. Das möchte ich nicht. Ich möchte also nur diesen wichtigen Frequenzbereich hier absenken. Und deswegen kann ich hier auf Fade Extremes gehen. Das ist jetzt auch wieder unterschiedlich bei jedem Match EQ. Und siehst du, jetzt kann ich hier ein bisschen reinfahren, wo ich mir sage, okay, also die Anhebungen hier von der Gitarre und von den Harmonieinstrumenten, die möchte ich hier jetzt nicht haben, sondern ich möchte tatsächlich nur diesen Bereich absenken. Ja, hören wir noch einmal rein. Okay, das ist ein bisschen viel jetzt. Ich habe es ein bisschen übertrieben, damit du es auch das Ergebnis gut hören kannst. Ich fahre jetzt die Sache hier wieder ein Stückchen zurück und dann sollten wir hier ein perfektes Ergebnis haben. Jetzt interessiert mich natürlich wie immer, was ist deine Meinung zu dieser Technik? Hast du mit dem Match EQ überhaupt schon mal gearbeitet und hast du den mal nur in dieser Form angewendet oder verwendest du das hauptsächlich für deine Mixe? Schreib mir das mal bitte gerne unten in die Kommentare, was du davon hältst und ob du das Ergebnis hier jetzt auch so gut findest wie ich.
Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer, wenn du dieses Video mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte. Das war's für heute. Ich hoffe, du bist morgen wieder dabei bei Teil Nummer 21. Viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis dann.